Hallo, die Kenner unter euch wissen es, wenn ich hier stehe, dann passiert irgendwas. Dann nehme ich ein Video auf. Wow, logisch, sonst würdet ihr das hier nicht sehen. Und die sich nicht so auskennen, die haben den Titel gelesen. Heute wird was gegessen. Und heute wird mal wieder genascht. Was Süßes. Während das Gewitter rumpelt. Hört ihr wahrscheinlich nicht, aber da rumpelt's. Egal, ich werde mich jetzt chillen. Mit dem hier. Das sind die Caribbean Style Chocolate Chicks. Caribbean Style Chocolate Sticks, die man im Lidl kriegt manchmal. Ich glaube momentan wieder nicht mehr, aber egal. Ich habe sie gekauft mit Pineapple und Coconut Flavor. Lecker. Also so Bananen, Schokoladen, Stäbchen gibt es ja öfters mal. Das ist aber mehr so mit Füllung offensichtlich. Sieht gut aus. Und Ananas, vor allem Ananas, Bananen. Schokobananen sind was anderes. Ananas und Kokosnuss, das trifft sich gut. Das klingt gut, das schmeckt sehr. Best Enjoy Chilled. Chilled, das ist okay. Ich werde jetzt chillen, vor allem ich habe es aus dem Kühlschrank geholt. Also, was steht hier drauf? Das sind Stäbchen mit 71% Füllung. Mit Ananas- und Kokosnussgeschmack und 29% Zartbitter-Schokolade. Klingt einfach mal gut. 372 Kalorien auf 100 Gramm. Naja, viel, aber nicht exzessiv. Oh, was? Lidl UK produziert das. Na, sehr lustig. Oder Lidl Ireland. Weißt du, da stehen diverse Lidls drauf. Von der Insel. Ne. Habe ja nur Glück gehabt, dass man die noch bekommen hat. So, dann schauen wir mal. Die halten bis sehr lange. Hier ist der Aufriss. Dann reiße ich halt mal auf. 150 Gramm. Mal schauen, wie viele Stäbchen das dann sein werden jetzt. Spannung. Habe ich geöffnet. So. Oh, es sind zwei solche Dinger. Da reicht ja erstmal eine. Zwei solche. Mein Gott, wie heißen die? Die gibt es doch auch als. So ähnliche Dinger gibt es auch als Profi. Markendinger mit Likörfüllung oder irgendwas. Nee, Banane und Orange, glaube ich. Oder nee. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ich kann mich aus meiner Jugend erinnern. Jedenfalls, so sieht so ein Schokostäbchen aus. Klein und knuffig. Man merkt nichts. Aber das Bild sagt mir, hier nochmal das Bild. Man sieht, das ist wohl eher flüssig. Dann werden wir jetzt aufpassen beim Essen. Erstmal vorsichtig reinbeißen. Oh ja, ist flüssig. Kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Ich muss zugeben, aus irgendeinem Grund hatte ich jetzt im Kopf, das wären Gelee-Stäbchen. Nein, die sind flüssig. Flüssige Füllung. Steht hier aber auch eigentlich nirgends drauf. Es steht Schokoladenchips, Stick. Chicks, Sticks. Nicht Chips, Sticks. Sticks. Es sind Sticks. Stäbchen. Also die Füllung, man merkt, man schmeckt die Ananas und die Kokosnuss tatsächlich ein bisschen. Aber gefühlt, es sind 71% Füllung und 29% Schokolade. Aber gefühlt dominiert die Schokolade doch. Ihr Geschmack eher die Zartbitterschokolade. Ja. Ich muss jetzt sagen, ist nicht so spektakulär, leider. Also, eigentlich schade. Ich habe mir mehr erwartet, dass das irgendwie fruchtiger, frischer wirkt, aber das ist. Ist eher langweilig. Also man isst halt so eine Schokolade
der ein bisschen angefeuchtet ist innen mit so ein ganz bisschen Füllung. Könnt ihr jetzt mal rauströpfeln lassen, aber das ist ja blöd. Die Hand pappig. Bäh. Also es ist wirklich mehr ein sehr flüchtiger Eindruck von den Früchten und Nüssen. Kokosnuss ist schon eine Nuss, gell? Sonst würde es Nuss heißen. Und eine Ananas ist wohl keine Nuss, oder? Nehmen wir das. Erdbeeren sind doch auch Nüsse, oder? Offiziell. Oder Nussgewächse. Irgendein Scheiß. Egal. Jedenfalls, es ist ein sehr flüchtiger, kurzer Eindruck. Und dann ist man ganz schnell nur noch bei der Schokolade wieder. Und das ist halt Schokolade. Ja, aber ich werde jetzt dann pflichtschuldigst noch, wie man sieht, obere Hälfte geleert, untere, nanu. Vielleicht ist beim Rausschieben was verrutscht. Egal, jedenfalls. Das reicht mir, muss ich jetzt ehrlich sagen. Normalerweise habe ich den Impuls, die ganze Packung immer wegzumümpfen von sowas. Und es gibt, also das sind 150 Gramm. Die werde ich jetzt nicht ganz essen. Es ist, die Schokolade selber ist halt ein bisschen bitter. Und jetzt die Füllung, die ist süß, aber so ein bissig süß ein bisschen. Jetzt, wenn man zu viel auf einmal isst, jetzt merkt man es hier im Rachen, dass es ein bisschen, ja, scharf ist der falsche Ausdruck, aber man merkt es halt deutlich. Irgendwann, naja, also wer es nochmal sehen möchte, so schauen die Dinge aus. Ich kann nur sagen, ich muss es nicht nochmal haben. War wieder was gelernt, es war jetzt ein bisschen eher enttäuschend, also nicht, dass sie jetzt wirklich schlecht waren, aber halt auch, haben auch für mich nicht den Nebenbei-Knabber-Potenzial so richtig, weil sie dafür zu intensiv rüberkommen. Das kann man punktuell essen, ich werde die Packung schon losbringen. Irgendwie schaffe ich schon, keine Angst. Aber, naja, schade, mal gucken, ob es nächste Mal wieder ein bisschen Spannenderes gibt für mich. Ich habe ja genug zur Auswahl, das werdet ihr auch bald sehen, wenn ihr wollt zumindest. Gucken wir mal. Bis dahin, tschüss.